Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe gerade noch so ein, zwei Seelen, also Blutechos gesammelt, sag ich mal, ein paar Feinde kaputt gemacht, denn ich habe hier gerade mal so ein bisschen durchgeblättert. Normalerweise war ich immer hier so auf dieser Seite, aber ich bin noch nicht hier so rübergegangen. Und Schlüssel zum Tor des runden Platzes der Kathedrale. Ich glaube, den haben wir ja, also das haben wir aufgeschlossen, ne, oder? Den Platz da. Weiß ich jetzt nicht, müsste aber doch sein, das Haupttor. Gut, aber was ich mal machen wollte, war, ich glaube hier, ich wollte mal eine neue Waffe kaufen, zum Beispiel hier, für 20.000, die heilige Klinge. Die hat vorne schon nur 100, während die anderen, na gut, Kriegshammer, aber Hammer will ich nicht. Und die anderen haben halt eben weniger und, ja. Dann nehme ich das doch mal. Hält auch schön lange. So, sind zwar 20.000 weg, aber die kriege ich ja schnell wieder zusammen. Gudi. Waffe. Ich nehme die mal. Die haben wir jetzt aber hier. Ah ja. Aufgeladen. Ah ja. Der Stoß nach vorne braucht aber lange. Okay. Na gut, ich versuche die mal. So, jetzt will ich noch mal zurück, da wo ich vorher mal war. Nein, das war nicht hier. Der verbotene Wald. So. Glaube ich in diese Richtung hier. Ja. Wobei, aber ich könnte das auch vielleicht mal verbessern. Habe ich jetzt ganz vergessen. Okay, ich schneide das mal eben. So. Na dann. Ja, tötet mir noch einen rein, ey. So. Jetzt machen wir doch echt viel mehr Schaden. Ja, ich wollte halt bei das Tor, sage ich mal, Ein- und Ausgang da oder Durchgang, wie auch immer. So, genau, hier sind die Hunde. Mal sehen, ob die jetzt nochmal so doof sind. Und da. Ah, hallo. Okay. Zwillingsblutsteinfärbe. Warte mal. Wo ist denn? Genau hier. Hallo, Hundi. Ja, ja, ist aber glaub mal ins Feuer rein. Komm, dreh um und lauf ins Feuer rein. Dann bist du ziemlich doof. Ja. Komm. Lauf ins Feuer.
Da hast du Edwin warm. Nee, der nicht. Dort wenig. Okay. Alles im Elend, Bestien! Hauptsache. Beine runtergefallen. Mal wieder eine Ölohren in langer Zeit. Ey, du. Für euch! Ja, ja, ja. Ist ja gut. So. Dann kann ich, glaube ich, hier so schön rübergehen. Zack. Hau weg den Scheiß. So, hier ist nix. Kann man aber nicht durch. Dann gehe ich jetzt hier runter. Genau hier meine ich, hier ist dieses Tor, der Durchgang. Und dann wollte ich ja links noch mal gucken. Da war ich irgendwie letztes Mal nicht weitergegangen. Ah, wow. Ja, so. Warte mal hier. Hier geht noch weiter. Ich mach einfach mal so. Guck mal, das Ding hat 20.000 gekostet, jetzt habe ich schon wieder 21.000. Wie kriegt man das alles ganz schnell wieder zurück? Das hier sieht aus wie so eine Pilzhöhle. Oh, da geht's tief runter. Da liegt irgendjemand. Muss eine Frau sein. Hat die Beine breit. Haha. Ja. Aha. Was? Sieht aber komisch aus. Oh, das Gift geht aber schnell hoch. Habe ich denn noch einen guten Anzug oder was gegen Gift? So. Nehme ich das Kirchengeweih. Das ist ein Wald. Und die Kuh natürlich. Gut. Wenn ich von ihm weiß, dann. Wow. Okay. Wie sieht das jetzt aus?
vom Gefühl hier geht es genauso schnell los. Ich habe noch 7 Gegengift. Was war das denn da hinten? Die laufen aber alle da rum. Ich kann ja mal mit dem Ziegelstein. Mit andere Steine da irgendjemand anlocken oder sowas. Hochmesser, Kiesel. Okay. Warte. Ein Blutedelstein. Aha. Ein Blutedelstein. Rasendes Kaltblut. Die Ecke scheint nicht zu sein. Gut. Hoppala. Flop, flop. Wach geworden. Moment. Eieiei. Ja, gleich dreifach gefährlich. Das Gift, diese Blutwürmer da und dann der Riese. Oder dass das Gift vielleicht irgendwie langsamer hochgeht, da merke ich nichts von. Hui. Das war eng. Okay, er guckt gerade nicht her. Aber wie viel Leben hat er denn noch? Jetzt ist er weg. Wo ist jetzt noch welche? Im Moment keine Würmer da, oder was? Zwilling. Schwerbe mal wieder. Aha. Da ist ein Durchgang, ne? Mal gucken. Wow. Da ist eine Leiter. Kann ich bei den einen davon hinten kommen, wa?
Jetzt hab's darum. Was haben wir denn hier? Rasen ist Kaltblut. Oh, da sind diese Würmer. Blutigel oder was auch immer. Ja gut, ich gehe mal raus hier. Keine Ahnung, ob da noch was ist, aber bestimmt nichts Wichtiges, wenn da was sein sollte. Boah, ist das lang hier. Sieht aus wie so eine Kirche. Oder so. Der untere Teil einer Kirche. Und überall wurden die Toten hingeschmissen und verbrannt, oder? Und noch eine Leiter. Hier ist genauso lang. Dann sind wir da. Vollmond. Friedhof. Aha. Kaltblutau. Hallo? Nee. Das ist jetzt der Vorplatz von... Das Tor ist davon offen. Genau, dann kommt man doch hier raus. Oh, guck mal. Hä, wieso hat er denn noch was? Ich habe am Anfang da alles mitgenommen, wo ich hier war. Der hat dann noch was gehabt. Ist ja geil. Zwei Getränke mal wieder mitgenommen. Aber sonst. Hier ist die Lampe. Ist denn hier noch was? Oh, hallo. Es geht euch gut. Sehr schön. Sie ist bei mir in Sicherheit. Das habe ich wohl euch zu verdanken. Die Behandlung verläuft gut. Zum großen Teil stabil. Wirklich faszinierend. Bitte sehr. Wie versprochen. Betäubender Nebel. Oh, dem Himmel sei Dank, dass ihr gekommen seid. Seid ein Schatz. Und findet noch ein paar mehr. Warum lacht die da eben so dreckig am Ende? Die ist dahinter, aber... Da draußen könnten noch Menschen sein. Wenn ihr sie findet, schickt sie zu Josefkas Klinik. Ich bemühe mich, jeden Überlebenden zu behandeln. Also bitte, seid so gut. Da draußen könnten noch Menschen sein. Okay. Ja. Und das hier sind die ganzen Hinweise noch, ne? Ja. Gut, ich gehe erstmal wieder zurück. Ich mache die auch so erstmal erhöhen bis wir oben 20 haben und dann mal gucken. Lebt wohl, gute gut, Freunde, dann
in der Wache. Verabschiede mich jetzt noch voll und sage danke fürs nächste Mal. Seid auch dann wieder dabei, okay? Mach's gut, ich freue mich. Bye, bye.